Hallo und herzlich willkommen zu meinem Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped. Ja, wie auch bei Crash Bandicoot 2 werden wir hier, übrigens aus der Insane Trilogy, wie auch bei Teil 2 werden wir hier alles holen. Maximal Goldrelikt. Ja, also eigentlich, nee. Maximal ist schlecht gesagt, mindestens Goldrelikt. Mindestens. Platin können wir ja. Ist ja okay. Ja. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf neues Spiel und wir schauen, was passiert. Ja. Überschreibt das mal bitte. Endlich frei. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka-Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka-Uka, es war dieser verflixte Beuteltags. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka-Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka-Uka aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Ja. Mir ist auch gerade noch eingefallen, bei diesen, also bei Crash 3 gibt es viele Level eigentlich, die ich nicht mag. Bei Crash 2 sind das relativ wenig und die ich da nicht mag, ist das jetzt nicht so nicht mögen, sondern ja, okay, spiele ich jetzt. Ja. Hm. Aber hier gibt es zum Beispiel die Unterwasser-Level. Ich hasse die Unterwasser-Level. Dann die Steinzeit-Level mag ich auch nicht so gerne. Und so extreme Nicht-Mögen-Level habe ich bei Crash 2 irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Also irgendwie die einzigen Level, die ich bei Crash 2 nicht so mag, sind eigentlich die mit den Bienen. Beehiving und das andere. Das sind eigentlich, also das sind die Level, die ich am wenigsten mag. Und ansonsten sind die, glaube ich, alle ziemlich geil.
Guten Morgen, Schlumpfine. Hallo, Confi-User3. Unterstrich. ja. Dann hier die... Ja, wo ich mir nicht so ganz einig bin, die hier die Ägypten-Level. Mag ich auch so lala nur. Dann die UFO-Moped-Level, die mag ich überhaupt nicht. Ach egal, ich will rumnörgeln hier, wir fangen einfach mal direkt an. Toad Village. Ganz easy peasy lemon squeezy. Crash, crash, crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Ich habe auch zweifarbig, aber nur ein ganz bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also, hier ist halt so, Türkis soll das eigentlich sein. Ja, eigentlich bin ich dreifarbig. Dann ist irgendwie hin, also da, wo die Haare irgendwie kurz sind, da ist so ein bisschen grünlich. Und hier auf der Seite, da ist schwarz. Da, so ein Stückchen hier vorne. Ja. Die Motorradlevel finde ich zwar richtig cool, aber zum Kistensammeln einfach nur ein Krampf. Ja. Dass man nicht zurückfahren kann, ist blöd. Und dass man die Kisten eigentlich manchmal trifft und die nicht gewährt. Also man trifft die. Also man hat das Gefühl, sie zu treffen, aber man ist nicht durchgefahren. Ich habe heute irgendwie. Irgendwie habe ich heute Brand. Aber das kann sein, dass die Suppe war. Das war. Weil die Suppe ist ja meistens. Viel Salz. So. Dann los geht's. Ich freue mich. So. Die Rennfunktion kriegen wir erst wieder am Ende des Spiels. Deswegen werden wir nur da die Zeitrelikte holen, wo das auch möglich ist. Weil hier wäre das nicht möglich. Ich mag das, wie die Ziege läuft. Schade. Ich habe mir das, glaube ich, noch nie angehört, wie der macht. Weil sonst hat er immer gemacht. So, jetzt sehen meine Haare wieder komisch aus. Ach, da ist eh nichts mehr zu retten. Gibt es hier irgendwie eine Bewegungsunschärfe oder so? Oder bin ich einfach, sind meine Augen scheiße? Dann sind einfach nur meine Augen scheiße. Komm hier mal mit her. Jetzt bin ich schon wieder übers Kabel drüber gerollt. Scheiß Fick hier, ey. Echt. Immer diese Technik. Ich habe gerade gesehen, dass die Frösche, die haben einen Totenkopf auf dem Kopf. Die sehen so schön aus in dem Spiel, ne? Aber die sehen, glaube ich, in allen Spielen gleich aus. Aber die sind so schön.
Yay. So schön. Wir müssen uns das nächste Mal die nochmal angucken. Bei der letzten Aufnahme, die ich gemacht hatte, war plötzlich der Spielsound asynchron. Habe ich den also angepasst, aber meine Kommentare sind in dem Video überschnitten. Nicht mit dem Spielaudio. Also das heißt, also deine Stimme lief richtig, aber das Spiel nicht. So, was haben wir hier? Ja, komm. Wie viel Unterwasserlevel gibt's? 2? 3? Auf jeden Fall, wenn wir im nächsten Warproom sind, egal was ist, wir machen. Hola. Okay, ich höre mal nur zu, bin noch am Arbeiten. Alles klar. Viel Erfolg bei der Arbeit. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist weg. Ach genau, im nächsten Walkroom fangen wir direkt instant mit dem Unterwasserlevel an. Damit wir das direkt weg haben, weil das ist ein Level aus der Hölle. Ganz ehrlich. Vom Teufel höchstpersönlich programmiert. Oh, was höre ich da? Jetzt schon einige im Chat oder beziehungsweise sind ja einige Leute, die zugucken. Deswegen weise ich jetzt einfach nochmal darauf hin, der Zug-Zui streamt morgen. Könnt ihr ja dann auch mal reinschauen. Falls ihr es vergessen habt. Oder falls ihr den guten Zug-Zui nicht kennt. Warum auch immer. Ich habe mir das Ankündigungsvideo von dem noch gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, wann der anfängt, aber wahrscheinlich ein bisschen früher, wenn morgen ja Feiertag ist. Ich gehe mal von 1:30 oder so aus. Weiß das jemand, wann er anfängt? Ich fand, im Original sahen diese drehenden Teile immer aus wie Schildkröten, also platte Schildkrötenpanzer. Das ging jetzt hier irgendwie ein bisschen verloren. Eigentlich können wir hier das Level direkt auf Zeit machen, ne? Werden wir das auch gleich tun. Ja, jetzt habe ich das quasi noch so ein bisschen im Kopf. Oh, jetzt müssen wir uns gerade erstmal hier an diesem wundervollen Objekt ergötzen. Guckt ihn euch an. Das ist so geil, diese... Wenn der so schimmert, so dunkel, das sieht so geil aus. Ich liebe diesen Kristall. Ich hätte ihn gerne in echt. Yay. Sehr schön. Darauf trinke ich wieder ein bisschen was. 12 Zuschauer, what the fuck, wo kommt ihr alle her? Um 12 Uhr schon? Okay, das ist früh.
Das ist echt früh.